ragged bunch shuffles slowly towards the gate. Ich hätte nie gedacht, das hier anzutreffen. Welches Ziel hast du damit verfolgt? Das Errichten einer Siedlung, eines Dorfes, einer Stadt? Nun ja, vielleicht erreichst du es ja schon eher, als du denkst. Also, wir haben einen neuen Überleben, einen neuen Spezialisten, den Kämpfer Fritz. Der hat 6 AP, 20 Schaden. Ist ein schlechter Plünderer, schlechter Forscher. Okay. Bringt Essen, Werkzeug, Klamotten, Feuerholz mit. Das ist schon mal sehr gut. 2 Erwachsene, die arbeiten können. Ein Kind und ein Senior. Na dann. Annehmen. So. Dann haben wir sogar wieder genug Arbeitskräfte. Sehr gut. Die Frage ist, ob wir ihn nicht... weil er jetzt nicht so besonders gut ist... direkt mal zu einem Siedler ausbilden, um in dem Gebiet hier drüben die Ressourcen zu plündern. Weil ich nach wie vor nicht so richtig weiß, was Unterhaltung ist. Was da drin ist in diesen Kisten. Ich könnte natürlich auch noch warten, was die hier jetzt entdecken, also er da oben und er hier unten. Vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes, was man abbauen kann, außer Unterhaltung. Ich würde sagen, ich lasse ihn erstmal zu Hause. Kann er, weiß nicht, im Worst Case noch irgendwo verteidigen, wenn irgendwas ist. Nicht gut aus hier mit den Leuten. Die Frage ist, wie lange hält dieser radioaktive Niederschlag an? Wir haben hier 150. Das heißt, die Forschung wird demnächst losgehen. Oder nicht 150, sondern fast 150. Ah, sehr gut. Radioaktive Niederschlag ist weg. Haben wir noch Jodtabletten? 8 Stück ist nicht so super viel. What's up? Can do. So, dann laufen wir schon mal dahin. Wie lange braucht ihr hier noch? Zeit 12 Stunden. Er ist auch schon eine ganze Weile dran, oder? Oder sind das noch 12 Stunden? Der Junge ist fertig. Sehr nice. Wir haben hier nochmal Forschung. 16 pro Stunde. Okay. Dann geht erstmal hier und plündert da diese 203 Forschungspunkte. Und wir machen unseren Fritz zum Siedler. Klar. Denn Forschung ist immer gut. Das bringt uns ordentlich vorwärts. Wir haben jetzt 64 alle 24 Stunden. Und wenn wir dann nochmal 16 oben drauf packen, kriegen wir alle 2 Tage 180 und können da so, ja. Ja, also 150er Forschung erstmal machen. Die Frage ist, komme ich hier dann vorbei oder soll ich erstmal gegen ihn kämpfen? Noch eine ganze Weile, bis sie da ist. Attacking. Ja. Machen wir so. Yep. Going in. Er fängt schon mal an. Kriegt dann Unterstützung. Alles klar. Dann das heißt, es sind wieder unsere Leute alle beschäftigt.
geht's. Die Forschung hat angefangen. Hatte ich nochmal so ein Klohäuschen irgendwo gebaut? Ja, hier habe ich noch eins gebaut. So, die Frage ist, Zustand 100, Verseuchung, 22%. Der Instandhalter, der entfernt doch auch, entfernt er keine Verseuchung. Kann ich das da reinbauen? Hä? Kann ich einfach oben drauf bauen? Okay. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie im Weg. Das ist schlecht. Dann bauen wir das nämlich so. Ja, und dann kann ich die das Wohnhaus daran setzen an die Seite. So. Okay. Läuft man da hoch. Mission complete. Mhm. Wenn er schon mal dabei ist, kann er hier gleich forschen. Erforschen, erkunden, wie auch immer. Job done. Oh, hier drin gibt's Waffen zu plündern. Das ist gar nicht so schlecht. Kann er auch bis dahin laufen? Ja. Der hat 9 Damage, 200 Plünderung. Der hat 20 Damage, 200 Plünderung. Ich würde den mit dem größeren Schaden mal hier in die Mission schicken. Und das einfach mal erkunden. The first location is a long trek away from the nearest city. The structure on this side is in even worse condition than the one before. Der erste Standort liegt ziemlich weit von der nächstgelegenen Stadt entfernt. Das Gebäude hier ist in einem noch schlechteren Zustand als das letzte. Die Säulen, die das Gebäude stützen, sind teilweise geschmolzen. Tiefe Bombenkrater im Boden erzählen die Geschichte dieses Ortes, der während der endlosen Kriege sein Ende fand, die nach dem Sturz der Regierung geführt wurden. Das Bauwerk scheint größtenteils aus hochwertigen Materialien zu bestehen, was darauf hindeutet, dass der Auftraggeber tief in die Tasche gegriffen haben muss. Okay. So. Hier unten Antibiotika. Okay, er plündert erstmal die Waffen, würde ich sagen. Und die würde ich dann gleich weiter nutzen, um das hier unten noch aufzudecken. Ah, wir können direkt engagen. Nee, sind nicht ganz dran. Okay, er hat keine AP mehr, er hat keine AP mehr. Die zwei auch nicht. Oh, wir können direkt gucken, was wir weiter forschen können. Ich gehe tatsächlich mal in Richtung Gefahrguttechnik. We've made a new discovery. Sehr gut. Dann verbessern wir mal unsere Klos. Ja. Wir kriegen einen Platz mehr und es kostet 2 Wasser. Okay, wir haben aber aktuell genug Wasser. Ah, das mit den Kolonisten, die sterben. Es ist gut, dass ich jetzt diesen Außenposten gemacht habe, der da Kolonisten generiert.
Plastik fehlt, da habe ich aber genug eigentlich im Lager. Förster, wie sieht's denn aus? Achso, ich habe zwei Förster und bloß einen also einen Förster und zwei im Holzlager arbeiten. Okay, das muss ich mal ein bisschen beobachten, nicht, dass die ganzen Bäume wegfällen und dann kommt der Förster nicht hinterher. Das wird sich schlecht. Wiederholender Fortschritt. Okay. Also wir haben zwei Bauvorhaben fertiggestellt. Was ist denn hier? Keine Verbindung zum Wassernetzwerk. Ach. Ja. Interessant. Das heißt, hat er das jetzt auch schon angefangen zu forschen? Ja, sieht so aus. Das heißt, wir brauchen mal die Wasserleitung demnächst. Okay. Das war mir nicht bewusst. All cleaned up. Hat der irgendwas im Gepäck? Nee. Sure thing. What you need? Consider it done. Wir bauen einen neuen Forschungsaußenposten. Produziert sogar 18 pro Stunde. Ich muss mal. Babyfon ist ganz milde. Stand eigentlich vorhin 16, aber das produziert 8. 16. Okay. Gut. Okay. Oh, 239 Forschung haben die dabei. Die Banditen. War nicht schlecht. Also ich muss mir auf jeden Fall hier oben die Karre besorgen für meine Kämpfer, damit die hier durchs Land cruisen können, um ja, zu kämpfen halt. Beziehungsweise vielleicht packe ich den Plünderer dazu. Der hat nämlich auch 20 Damage und dafür halt noch 200% Plünderung. Dass ich irgendwie sie hier mit dem Plünderer zusammenpacke. Die machen nämlich ordentlich Schaden und können auch ordentlich plündern. Okay. Weiter geht's. Da ist wieder jemand gesund. Das ist nicht schlecht. Das mit dem Wasser ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Dass ich das nicht gerafft habe. Stand das dabei? Gut, da steht halt, dass Wasser zur Entsorgung benutzt wird. Es entsteht kein überflüssiger Abfall. Okay, das steht halt meiner Meinung nach jetzt nicht direkt dabei, dass ich Wasser brauche. Warum ist eigentlich der Brunnen so verseucht hier? Leute hätte, würde ich ja ganz gerne den Instandhalter aufrüsten. So, wir können das hier aufrüsten ohne Ressourcen. Nicht schlecht und kriegen einfach 300 Kapazität. Upgrade.
won the battle. Mhm. All right. Yep. So. Er würde 4 alle 12 Stunden plündern und sie 6. Das ist natürlich nicht so geil. Was würde denn jemand plündern, der 200% hat? 8. Na, da ist sie schon gar nicht so schlecht. Mehrere Leute kann ich nicht nehmen. Ja, dann holt er mal die Karre in der Zeit. Okay, wir haben 11 Waffen geplündert. Ein paar Euro gefunden. Sehr gut. Dann würde ich sagen, geht's gleich weiter zum nächsten Plünderauftrag. Ich dachte, ich hätte ihn schon dahin geschickt, dass er das erkunden soll. Vielleicht gehört. 96 haben wir schon wieder, sehr gut. Das heißt, das mit den Wasserleitungen wird jetzt demnächst mal erforscht. Gut, wir haben eigentlich bloß ein Problem, wenn sie verstrahlt sind, weil unsere Jodtabletten leer sind. Aber ich hatte jetzt auch noch nichts gesehen, wo wir Jodtabletten wieder plündern können. Ganz ehrlich, ich ziehe mal hier oben jemanden ab aus dem Turm. Dann kann nämlich vielleicht hier unten jemand in der Schule arbeiten. Oh. 92% Verseuchung. Okay. Ach, das Lebensmittellager ist voll und der Busch ist leer da oben, oder? Ja. Spezialist worden, jetzt werde ich hier. Aha. Fragst du, dann braucht sie ja noch Zeit, 2 Tage, 12 Stunden. Oh, was ist das? Der Zustand oder brauche ich Sprit für die Kiste? Gesundheit 94. Kann ich die Karre wieder reparieren irgendwie? Fragen über Fragen. Oh, was haben wir hier? Nomaden, knallharte Raider. Ja, mit denen legen wir uns mal nicht an, würde ich sagen. Sounds good. Dann erforschen wir mal das nächste Gebiet. Oder erkunden. Okay, noch ein Tag. Bis wir wieder einen Spezialisten anheuern könnten. Na gut. Die sind ja mal beschäftigt. Er hat noch 8 AP mit seinem Auto. Ah. Das macht halt auch jetzt nicht so viel Sinn.
mit ihm nach Hause zu fahren, weil er sowieso nichts dabei hat. Lässt man das Fahrzeug und der Kunde hier unten, solange die da noch plündert, kann er mal erkunden. Aber er hat schon mal die Karte geholt. So, weiter geht's. Ja, die können natürlich jetzt nicht duschen. Ich denke, wir müssen uns was einfallen lassen. Wenn demnächst die Büsche wegfallen. Obwohl Ernährung auf Fleischbasis haben wir übelst viel. Ah, da steht. Oh je. Da steht jemand am Tor. Person, die das sagen hat. A heavily armored truck screeches to a halt by the gate. Aus einem gepanzerten Laster steigen eine Reihe von bewaffneten und gepanzerten Leuten aus. Ihr militärischer Hintergrund ist nicht zu übersehen, aber die Uniformen wurden mit bunt zusammengewürfelten Kleidung ersetzt, die bei einigen mit verschiedenen Trophäen verziert sind. Ihr Anführer kommt auf dich zu. Wir sind auf der Jagd nach Banditen und bitten um ein paar Vorräte. Noch bevor du antworten kannst, fügt er hinzu, nein, wir fordern sie. Schließlich setzen wir für euch Zivilisten unser Leben aufs Spiel. So, wir könnten ihnen einfach Plastik geben, Klamotten, lehn es ab, sag, dass du nichts erübrigen kannst, lehn es ab und sag, dass du Drohungen nicht tolerieren wirst. Ich finde es jetzt nicht dramatisch, da mal ein bisschen Plastik abzugeben. Klamotten würde ich jetzt erstmal nicht rausrücken, obwohl, das ist halt so eine Sache, ne? Klamotten wachsen ja quasi nach. Das ist ein nachwachsender Rohstoff, dadurch, dass ich das durch die Jagdhütte bekomme. Plastik habe ich viel und es ist auch noch viel auf der Karte, aber es wächst nicht nach. Ich gehe vielleicht doch die Klamotten. Ich meine, aktuell habe ich ein paar und es werden ja auch produziert. Darum hatte ich dich nicht gebeten, ruft er wütend. Die wenigen Ressourcen, die du ihm präsentiert hast, scheinen den Anführer der Söldner nicht glücklich zu machen. Wenn ein Mitglied meiner Truppe deswegen verletzt wird, dann reißen wir dieses Dorf nieder. Die Söldner schubsen deine Leute zur Seite, schnappen sich die Kisten und rasen davon. Okay. Hätte er lieber das Plastik genommen. So, jetzt lagert und verteilt Wasser an Gebäude in einem kleinen Umkreis. Ich würde den, glaube ich, mal hier hinsetzen. Ach nee, warte mal, das sind ja zwei. Drei sind das. Hier würde es auch überall noch gehen. Ich hätte ihn ganz gerne hier hingesetzt, weil ich da noch so ein Feld hinsetzen würde. Na gut, dann holen wir das eine Ding mal hier hin.
brauchen wir noch einen zweiten hier oben hin, würde ich sagen. So, Forschung hat er abgeschlossen. Großer Trinkwasserspeicher. Optimierter Heizofen. Wäre natürlich auch so ein Thema. Aber ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich auf die Gefahrguttechnik gehen. Was ist das hier? Reparaturmodus. Okay. Spezialisten sind bereit. New Vehicle found. Okay. Das hat gar keine AP, das Fahrzeug. Knallharte Wegelagerer. Your command. My pleasure. So. Yep. Die ist noch 2 Tage beschäftigt. Er ist einen Tag beschäftigt. Yep. On it. Na, dann gehen wir mal in den letzten Standort für das Quest. A large dome-shaped building greets the visitors. Deep scratch marks decorate the thick steel door, forced slightly ajar. Ein großes kuppelförmiges Gebäude empfängt die Besucher. Tiefe Kratzspuren zieren die dicke, leicht angelehnte Stahltür. Es bedarf einiger Zeit und erheblicher Anstrengung, um in die Kuppel zu gelangen. Die Kuppel ist nur eine äußere Hülle für eine Wartungseinrichtung und den Eingang zu einer steilen Treppe, die tief in den Untergrund führt. Nachdem er gefühlt tausende von Treppen hinabgestiegen ist, gelangt der Spezialist schließlich in einen größeren Raum, der mit mumifizierten Leichen übersät ist. Bei einer kleinen Leiche wird ein Tagebuch gefunden und die krakelige Handschrift zeichnet ein düsteres Bild. Papa bewegt sich seit heute Morgen nicht mehr. Mir fallen die Haare aus. Die Erwachsenen sagen, es sei nur die Umweltverschmutzung und dass wir bald wieder rausgehen können. Okay. Large dome-shaped building greets the visitors. So, wir haben uns also 3 von 3 untersucht. Large dome-shaped building greets the visitors. Ich glaube nicht, dass es das tatsächlich war. Steht zwar 3 von 3 da, aber es gibt ja hier drüben auch noch so einen Standort. Ich denke, wir müssen tatsächlich 3 untersuchen und das erste zählt eigentlich nicht mit. Ich vermute, es ist ein Anzeigefehler. So. Der Förster. Oh, hier sind gar keine Leute drin. Wir haben auch 300. Da können wir auf jeden Fall hier mal einen dauerhaft wieder rausnehmen. Tatsächlich noch mal ein kleines Feld bauen, glaube ich. Wer blockiert denn hier? Ach, es passt gar nicht dahin. So können wir es hinsetzen. Wir haben hier einmal jetzt Kartoffeln. Ich würde dann einfach das andere mal auf was auch immer da noch ging. Einstellen. Flachs brauchen wir jetzt nicht dringend. Ich würde tatsächlich auf den Mais gehen, einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben.